Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines kleinen Transport Vivo 2 Tutorials. Wir sind immer noch bei der ersten Mission, werden das jetzt in der Folge aber abschließen, somit dass wir in der nächsten Folge schon die nächste Mission in Angriff nehmen können. Wir haben noch ein paar kleine Sachen zu tun, bevor ich darauf aber eingehe. Es gab einen Kommentar vom Detlef und zwar mit den Linienfarben. Ich hatte ja gesagt, dass die Linien hier verschiedene Farben haben und man kann die Farbe aber doch ändern. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also überall da, wo ihr die Linie anklicken könnt, könnt ihr dann direkt hier, wo der Farbbalken, sage ich jetzt mal, so ein bisschen größer ist, die dann auch wieder anklicken und dort dann eine andere Farbe vergeben. Vielleicht ganz interessant, wenn man mehrere Linien auf einem Fleck hat, wo sich die Farben sehr ähneln, denn ihr seht das schon, wenn man jetzt hier so ein dunkles Lila und so ein helles Lila hat, das kann man vielleicht ein bisschen schwierig unterscheiden und so könnt ihr dann doch mal die Farben noch mal ein bisschen wechseln und das noch mal variieren. Also die Farben, ja, ich sag mal, die Farben wiederholen sich im Laufe der Zeit natürlich auch, weil mehr gibt es einfach nicht. Und wenn ihr einfach zu viele, was heißt zu viele, wenn ihr mehr Linien habt als Farben, fängt das Spiel halt wieder von vorne an. Und wie gesagt, das ist vielleicht ganz gut, dass man die Farben switchen kann. So, okay, danke für den Kommentar. Jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt hier immer noch unsere Hauptmission. Ich möchte aber vorher großes Gaudi noch zu Ende machen, das ist relativ einfach. Denn wir müssen nur ganz kurz mit einem Zug mitfahren. Unser Zug befindet sich. Ja, hier ist zumindest die Strecke, ne? Da haben wir ihn gerade. Okay, da klicken wir einfach den Zug an, klicken auf die Mitfahrkamera. Können uns das jetzt ansehen. Und schon sind wir mit der Mission fertig. Wird uns hier auch angezeigt, dass wir große Gaudi, dass wir das abgeschlossen haben. Und nun können wir uns wieder um die Hauptmission kümmern. Und zwar gibt es ja noch verschiedene Layer, die wir uns hier oben ansehen können. Hier bekommen wir im Prinzip weitere Informationen über die Spielkarte an sich. Sprich, wir können dann hier zum Beispiel hergehen und können uns anschauen die Landnutzung. Und ihr seht jetzt, dass wir hier verschiedene Farben haben. Wir haben Grün für Wohngebäude, Blau für Gewerbe und Gelb für Industriegebäude. Und je grüner, also je stärker die Farbe ist, umso höher ist die Dichte dieses Gebäudes. Also umso mehr Einwohner, umso größer die Industrie, umso mehr Arbeitsplätze und umso mehr Kunden im Gewerbebereich, sage ich jetzt mal. Das ist für euch so die kleine Information, da könnt ihr halt immer sehen, lohnt sich dort eine Passagierstrecke, lohnt sich das nicht, wie viele Einwohner sind da etc. Und wir sollen jetzt in Carson City uns das anschauen und sollen hier verschiedene, ja, ich sag mal, wir sollen Bushaltestellen platzieren, um halt Passagiere vom Wohngebiet, hier haben wir halt vier Wohngebiet, zum Gewerbegebiet, da können die halt einkaufen gehen und zum Industriegebiet hin und her transportieren, damit die halt arbeiten können und wie gesagt einkaufen können. Prinzipiell ist das so, dass das Spiel schon so ein bisschen darauf achtet, dass Wohngebiet Wohngebiet bleibt und Industriegebiet Industriegebiet, weil die Städte wachsen ja mit der Zeit. Es haut natürlich nicht perfekt hin. Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich so einzelne Gebäude einfach abreiße, wie zum Beispiel hier dieses Gewerbegebäude, das abreiße. Und dann, ich sag mal, die Chance, dass es hier wächst, ist als höher, als dass es hier dazu kommt. Zumindest wenn halt genügend Straßen da sind. Ihr könnt im Übrigen auch durch Straßenbau, ich sag mal, das Wachstum so ein bisschen steuern. Ist natürlich teuer, wenn ihr dafür dein Gebäude wegreißen müsst. Aber ich mache das dann, ich sag mal, im regulären Spiel mache ich das ganz gerne. Jetzt hier im Tutorial machen wir das natürlich nicht. So, was sollen wir tun? Wir sollen Bushaltestellen platzieren. Hierbei jetzt, ja, ich sag mal, zu beachten. Wir haben ja einmal diese Busplattform. Die hat den Vorteil, dass der Bus einfährt und an Ort und Stelle wenden kann. Und diese normale Bushaltestelle hat den Vorteil, dass man sie direkt an der Straße platzieren kann, ohne dass halt Gebäude abgerissen werden, etc. Hier ist jetzt wichtig, ihr seht unterhalb der Bushaltestelle, Moment, jetzt ist es wirklich unterhalb der Bushaltestelle, seht ihr einen Richtungspfeil. In die Richtung fahren die Busse. Das heißt also, wenn ihr diese Bushaltestellen platziert, ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr die Leute in beide Fahrtrichtungen einsammelt. Darauf müsst ihr hier nicht achten. Wenn ihr diese Busplattform verwendet, reicht es, halt eine zu platzieren. Ihr müsst dann natürlich nicht zwei auf jede Straßenseite bauen. Hiervon müsst ihr aber immer zwei bauen. Leider müssen wir auch die kleinen Bushaltestellen bauen. Obwohl, können wir dreist sein?
Ja, wir können dreist sein, dann baue ich das so und dann zeige ich euch, was da der Unterschied ist. Also, wir beachten die Vorträge. Ich hoffe, ich kann es platzieren, nicht, dass das Spiel sagt, ich darf es nicht. Ah, doch, okay. Also, wie gesagt, diese Bushaltestellen in beide Richtungen, die werden dann auch zusammengefasst zu einer Haltestelle. Bei der Haltestelle, Moment, können wir das hier drüben machen? Macht das mehr? Nee, mach mal hier. Ich hoffe, das zählt noch als in dem Kreis. Nein, ist nicht erlaubt. Okay, dann muss ich es euch. Ich versuche es mal auf der anderen Seite hier. Aber auch hier klappt es nicht. Okay, ich muss die kleinen Bushaltestellen nehmen. Dann platzieren wir die hier natürlich. Ich platziere sie jetzt auch in beide Richtungen. Also hier einmal in beide Richtungen. Und hier nur in einer Richtung. Obwohl, wir können sie auch in beiden Richtungen platzieren, das ist egal. Ah, okay, ich darf schon eh nicht mehr bauen. Okay, dann passt das eh. So, jetzt vergeben wir die Linie und dann erkläre ich, warum ich das so gebaut habe. Wir fangen einfach mal hier hinten an. Und dann werdet ihr sehen, warum diese Plattform, wo der Bus wenden kann, einen Vorteil haben. Wir wählen die erste Bushaltestelle aus. Ihr könnt direkt auf das Gebäude klicken oder halt auf das Symbol. Und ihr seht schon, dass der Bus jetzt hier reinfahren würde, an der nächstmöglichen Stelle wenden würde und dann wieder zurückfahren würde. Dieser Weg ist natürlich unnütz. Und je nachdem, wie weit das ist, ja, also wenn jetzt hier die Straße zum Beispiel nicht wäre und das bis hierher gehen würde, dann würde der Bus bis hier hinterfahren. Das ist natürlich alles unnötige Zeit. In der Zeit verdient der Bus kein Geld, ne? Okay, machen wir weiter. Wir müssen jetzt natürlich hier die Bushaltestelle zweimal anklicken, aber erst später. Jetzt fährt ja der Bus ganz normal hier lang, fährt dann hier zu der Bushaltestelle, wendet dann hier, würde jetzt hier nochmal anhalten. Hier wäre das jetzt unnötig. An diesen Endstellen machen halt die Busdepots Sinn, also die direkten Haltestellen, wo die auch wenden können. Und ganz wichtig, hier muss er jetzt auf jeden Fall nochmal anhalten, damit er die Leute auch in die andere Richtung transportieren kann. Also achtet darauf, das ist halt wichtig. Wie gesagt, an Start und Endpunkt wären die anderen Bushaltestellen am besten geeignet, weil da braucht ihr dann auch nur einmal hinklicken. Hier wäre es jetzt unnötig, ne? Also so geht es halt auch. Aber bei den Stationen, die in der Mitte der Strecke sind, da immer auf Hin- und auf dem Rückweg. So, jetzt sollen wir hier noch ein neues Busdepot errichten. Da könntet ihr, solltet ihr bedenken, wenn ihr so ein Busdepot in die Stadt baut, dann kann natürlich dort, wo das Busdepot steht, kein Gebäude wachsen. Und das nimmt euch eventuell mögliche Fahrgäste weg. Denn wenn ihr auf so eine Bushaltestelle hier geht, dann wird euch ja angezeigt, wie groß der Einzugsbereich ist. Der ist relativ groß, wie ihr seht. Scheint fast keinen Sinn zu machen, hier Passagiere zu transportieren, aber das funktioniert tatsächlich. Und im späteren Verlauf fallen da richtig viele Passagiere an. Da müsst ihr sogar die Straßen ausbauen, damit eure Busse schneller fahren können. Also wie gesagt, beachtet das mit dem Einzugsgebiet, dass wenn ihr Gebäude in die Einzugsgebiete reinbaut, dann kann dort natürlich kein Gebäude entstehen bzw. wachsen. Zumal ja diese Depots, da fahren die Fahrzeuge ja natürlich nur einmal. Ne? Da kann die Strecke ruhig, ich sag mal, ein bisschen länger sein. Ich richte es wieder einigermaßen aus, damit es ein bisschen passt. Und dann pflanzen wir das hier her. So, die Linie haben wir schon vergeben. Das heißt, wir können jetzt direkt die Fahrzeuge kaufen. Kaufen wir einfach mal wieder dreimal für Personentransport. Ihr könnt jetzt hier die Fahrzeuge natürlich einzeln zuweisen. Ihr könnt aber auch einfach dahergehen und alle Fahrzeuge aktivieren. Und dann wieder auf Linie zuweisen. Wir hatten ja die Linie 1. Das sind Fahrzeuge. Die Linie 2 ist ein Zug, deswegen wird der nicht angezeigt. Und wir nehmen Linie 3. Und damit ist auch das abgeschlossen. Jetzt sollen wir hier warten, bis 5 Passagiere transportiert sind. Noch ganz kurz als Information dazu. Ich stelle die Spielzeit mal ein bisschen schneller. Sobald die Linie besteht, fangen die Leute an, die Bushaltestellen auch zu benutzen. Wird dann hier angezeigt, wie viele Leute in, ja, ich sag mal, in welcher Fahrtrichtung die dann warten und wo die hinwollen. Das kann natürlich unterschiedlich sein. Am Anfang ist das natürlich nur sehr, sehr wenig.
Wenn aber eure Fahrzeuge, egal ob das jetzt Busse, LKWs oder Züge sind, öfter an dieser Haltestelle anhalten, dann werden das auch mehr Leute, die hier warten. So, jetzt haben wir hier noch eine Bonusmission, die wir machen sollen. Ich lasse ihn jetzt mal ganz kurz reden, wir gehen dann gleich darauf ein. Also ich finde, das sieht wirklich voll cool aus, dass gerade auch die Zivilleute, also wir haben natürlich Fahrzeuge und die Zivilisten haben auch welche. Wie hier zum Beispiel. Ja, das ist die Laura Lewis und die fährt jetzt nach Hause. Und nutzt nicht unsere Fahrzeuge ganz, ganz schlecht, die ist böse. So, und je nachdem, wie halt der Bedarf, in welche Fahrtrichtung, sammeln sich dann hier halt die Leute an und ihr verdient entsprechend Geld. Okay, schauen wir uns die Bonusmission an. Wie gesagt, wir wollen ja alles abschließen. Bei Ungeheures Untier geht es um einen riesen Typen, der, ich stimme mal kurz zu, der halt in irgendeiner Weise hier für eine Story sorgt und der total gefährlich ist und voll stark ist. Ja, und wir haben hier einen Typen, der Informationen hat. Und zwar in Virginia City sitzt der im Saloon. Also im regulären Spiel gibt es das hier wahrscheinlich nicht, ne? Das ist jetzt nur, dass wir die Steuerung ein bisschen lernen. Klickt einfach das Fragezeichen an und wir erhalten den nächsten Hinweis. Lustig ist hier, dass das Ungetüm mit jedem Glas Whisky immer größer und stärker wurde und gefährlicher, ne? So, wir sollen jetzt zu einer Ranch und dort wieder nachfragen. Das ist hier. Genau, ne? Er soll ganze Rinder am Stück verschlingen und sich die Überbleibsel mit einer Wagendeichsel zwischen den Zähnen hervorpulen. Alles klar. Okay, wir sind schon beim nächsten Hinweis. Wir klicken wieder das Fragezeichen an und der nächste Hinweis ist dort. Wir gehen schon mal dorthin, ne? So, die Hauptmission mit den Passagieren befördern, mit den Bussen haben wir abgeschlossen. Und wir haben da schon die nächste. Ich mache das jetzt hier aber erstmal gleich fertig. Okay, wir sind jetzt hier an diesem Lake Tahoe. Da gibt es den nächsten Hinweis und jetzt wird die ganze Sache interessant. Und wir haben das abgeschlossen. Ungeheures Untier ist erledigt. Juhu! Ja, jedenfalls ist der Typ halt tot und genau auf 200 Meter tief gesunken. Und vor allen Dingen. Also so eine typische Zeitungsente, ja, klingt so ein bisschen nach, UFO-Absturz oder so, ne? Also jedenfalls dieser übergroße Super-Killer-Mörder-Typ, der die Rinder gefressen hat, der ist jedenfalls jetzt hier im Wasser drin, auf 200 Meter Tiefe. Das sind Fische! Auf 200 Meter Tiefe gesunken, zu einem Eisblock gefroren und auf die Größe eines Kleinkindes geschrumpft und ist somit nicht mehr gefährlich. Okay, typische Zeitungsente. Wie gesagt, ich denke, es ging nur darum, dass wir die Steuerung noch mal ein bisschen kennenlernen. So, jetzt sollen wir noch mal eine Bahnlinie errichten. Das machen wir natürlich auf jeden Fall. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Also wir haben ja hier vorhin die Personenkutschen aufgebaut. Ja, und hier seht ihr das jetzt sehr schön, dass halt die Passagiere in beide Richtungen fahren wollen. Und dann nehmen wir die natürlich auch in beide Richtungen mit, da die Fahrzeuge ja sowieso dort lang fahren, ne? Macht natürlich Sinn. Es ist dann halt auch so, dass wenn jetzt hier zum Beispiel, okay, hier sitzt jetzt keiner drin, dass wenn jetzt zum Beispiel zwei hier aussteigen wollen, dann steigen die halt hier aus und andere steigen halt erst später aus. Und so wird das halt tatsächlich so richtig Linienbetrieb halt, ne? Ja, ich finde den Detailgrad ganz gut. Okay, kümmern wir uns weiter um die Aufgabe. Wir sollen hier wieder einen Bahnhof bauen. Hier zeige ich jetzt dann, ich sag mal, wie man die Bahnhöfe erweitern kann und warum das wichtig ist. Denn bis auf den optischen Effekt hat das noch einen anderen Effekt. Also, platzieren wir erstmal den Bahnhof. Wieder Schienenfahrzeuge, Gebäude. Wir haben hier wieder Passagierkopfbahnhof und Güter. Wir machen natürlich Passagiere, ist klar. Und ihr seht schon, unser Bahnhof ist schon wieder zu lang.
Und es steht auch der Hinweis da, dass wir 120 Meter Länge nehmen sollen. Ich mache wieder zweigleisig, auch wenn das jetzt hier nicht notwendig ist. Und ganz, ganz wichtig, achte darauf, dass der Bahnhof auch mit der Straße verbunden ist. Ihr seht das daran, dass kein Einzugsgebiet angezeigt wird. Im freien Spiel weiß ich nicht, ob da die Meldung auch kommt. Aber ihr seht hier wieder den Einzugsbereich, wie viele Leute denn tatsächlich zu diesem Bahnhof dann kommen können. Ihr könnt natürlich auch wieder den Layer einschalten, dass ihr dann sehen könnt, okay, sind da auch wirklich genügend Passagiere. Die Leute fahren natürlich in die andere Stadt, um dort einzukaufen und zu arbeiten zum Beispiel, ne? Aber prinzipiell ist ganz gut, wenn dort möglichst viele Passagiere sind. Okay, machen wir den Layer wieder aus. Hiermit haben wir unseren Bahnhof platziert. Jetzt ganz kurz, warum es ganz gut ist, wenn man den Bahnhof erweitert. Ihr könnt hier auf Konfigurieren klicken. Und ich sag mal, wir haben hier die Möglichkeit, noch weitere Haltestellen dran zu bauen. Also wenn ihr den Bahnhof im Nachhinein vergrößern wollt, könnt ihr das hier einfach erweitern. Und dann drin halt weitere Schienen platzieren. Und das finde ich, das ist schon cool. Ja, weil ihr den Bahnhof halt so Stück für Stück, ich sag mal, die Stadt wächst, ihr könnt ihn vergrößern. Das finde ich, das ist schon cool. Was jetzt wichtig ist, sind hier die Passagiergebäude. Ihr könnt auch die wieder überall platzieren. Und diese Passagiergebäude, die haben einen Straßenanschluss. Und der Straßenanschluss gibt vor, wie die Reichweite der des Einzugsbereichs des Bahnhofs ist, ne? Der zählt immer von diesen Straßenanschlussstellen und nicht von mittig von dem Bahnhof aus. Das heißt, wenn ihr hier nochmal eine Straßenanschlussstelle schafft, dann erweitert sich der Einzugsbereich des Bahnhofs natürlich in diese Richtung. Jetzt wäre das unwichtig, aber im späteren Verlauf des Spiels, wenn die Städte wachsen und der Bahnhof mitten in der Stadt liegt, die Städte tendieren dazu, da mehr zu wachsen, wo die Transportkapazitäten sind, sprich die Bahnhöfe sind, da bilden sich dann nachher die großen Gebäude aus und von da konzentriert sich das. Und dann macht es natürlich auch Sinn, für weitere Straßenanschlüsse zu sorgen, damit, wie gesagt, mehr Passagiere zu diesem Bahnhof kommen können. Kann ich jetzt nicht direkt zeigen, weil ich gerade keine Straße bauen. Aber dazu ist das halt sinnvoll. Dann könnt ihr noch dahergehen und könnt zum Beispiel sagen, okay, wir erweitern das jetzt um ein Transportgebäude. Auch das hat wieder einen Straßenanschluss. Bedeutet, ihr könnt dann dahergehen und zum Beispiel diesen Passagierbahnhof auch dafür nutzen, um Waren anzuliefern. Auch das ist natürlich eine tolle Sache. Ist ja in echt auch so, man baut ja in echt keinen Güterbahnhof in eine Stadt und daneben einen Passagierbahnhof. Das macht ja kein Mensch, ne? Also auch hier wieder coole Funktion. Gab es in den beiden Vorgängern noch nicht. Jetzt gibt es das aber. Und dann habt ihr noch verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu machen, wie zum Beispiel hier nochmal direkt den Seiteneingang. Halt auch wieder einen Straßenanschluss. Oder einen Weganschluss, nur halt ohne ein Gebäude. Und wir können natürlich auch weitere Überdachungen platzieren. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, da die Funktion hier uns jetzt nichts bringt und wir die Straßenanschlüsse sowieso nicht machen können. Ich habe es euch erklärt und habe es heute mal gezeigt. So, jetzt müssen wir die Gleisverbindung zur nächsten Stadt errichten. Hier haben wir diesmal den breiten Bereich vorgegeben. Achtet darauf. Hier geht es wieder darauf zu achten, die Kurven nicht zu eng zu machen. Gut, hier enge Kurven würde natürlich keinen Sinn machen. Das Einfachste ist es, wenn ihr einfach, das funktioniert jetzt nicht, wenn ihr einfach Start und Ziel miteinander verbindet, dann habt ihr quasi aufgrund der Kurve die kürzeste Strecke bei maximaler Geschwindigkeit. Aber ihr seht schon, das hat den Vorteil, ne? Ja, der Vorteil ist, dass es die kürzeste Strecke ist. Das hat den Nachteil, dass hier natürlich ein Tunnel drin wäre, der relativ teuer zu bauen ist. Das heißt, das ist zwar die Möglichkeit, wie die ganze Sache am schnellsten funktioniert und am einfachsten ist und auch am effektivsten im Zugbetrieb, aber natürlich am teuersten im Bau. Und es sieht natürlich auch nicht allzu so realistisch aus, wenn er jetzt hier einfach, ja, ich sag mal, so eine Strecke hier lang zieht. Wer das schön haben möchte, so wie es in echt ist, baut sowas nicht. Und hier im Tutorial können wir es eh nicht, weil die Linie außerhalb des Baubereichs ist. Leider kann man das nicht verschieben. Das wäre jetzt natürlich noch cool gewesen. Weil dann könnte man tatsächlich von Bahnhof zu Bahnhof und dann halt das Gleis hin und her schieben. Und dann, ja, ich sag mal, das so bauen, wie man das möchte. Achtet auch beim Bauen drauf. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, dann seht ihr das besser. Was ganz, ganz viel Geld kostet, sind Höhenunterschiede. Und ihr seht das jetzt schon, dass wir hier in dem Bereich ein bisschen höher sind. Das Spiel gleicht das schon automatisch aus und senkt das Gleis ab.
Und es macht Sinn, am Anfang, ihr seht noch, dass das so ein bisschen einrastet, am Anfang das Gleis ein bisschen gerade zu bauen, dass wenn ihr später den Bahnhof erweitern wollt, dann könnt ihr das rechts zu links einfach tun. Denke ich mal. Können wir jetzt hier dann gleich mal testen. Ich baue einfach mal das Gleis. Und wie gesagt, ihr seht, dass das Spiel schon automatisch versucht abzusenken. Und das sollten wir auch tun. Wir können natürlich selber die Höhe auch einstellen. Über den Pfeil hier könnt ihr das Höhentool ein- und ausschalten. Und so zum Beispiel Brücken über Straßen bauen, etc., wenn ihr das wollt. Ich mache das nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, weil das Spiel, wie gesagt, gleicht das schon automatisch auf eben an. Bauen wir einfach mal und gucken jetzt mal, ob wir den Bahnhof so erweitern können. Nee, können wir nicht. Okay, also baut es aber trotzdem gerade, weil ihr könnt dann später einfach das wieder wegreißen und halt den Bahnhof ganz normal erweitern. Und dann halt das Gleis wieder anschließen. So, machen wir weiter mit dem Gleisbau. Ihr seht, das Spiel hat es jetzt schon so ein bisschen abgesenkt. Es war noch nicht von der Strecke her die optimale Länge. Und so kommt ihr halt nach unten. Und jetzt haben wir halt, ich sag mal, sind wir ebenerdig und können jetzt direkt bauen. Achtet auch beim weiteren Bauen darauf, dass ihr euch von den Bergen so ein bisschen fernhaltet. Weil ihr seht schon, auch hier gibt es wieder eine Geländeangleichung. Und die Geländeangleichungen, die kosten halt Geld. So teuer ist es nicht. Aber in echt, wie gesagt, schlängelt sich die Eisenbahn ja auch um Berge drumherum. Wobei, kleine Hügel kann man natürlich so ausgleichen, ne? Wie gesagt, je länger ihr das zieht, umso einfacher ist es zu bauen. Umso effektiver ist im Prinzip dann die Fahrstrecke. Ja, hier sind wir eh eben. Dann schauen wir, dass wir das hier anschließen. Ja, hier wird das zum Beispiel wieder ein bisschen angehoben, ne? Aber so ganz verhindern lässt sich das nicht. Was ich dann später im Spiel immer noch mache, hier geht es jetzt nicht, weil das Tool gesperrt ist. Wenn ich die Strecken gebaut habe, Moment, ich baue es mal. So. Wenn ich die Strecke gebaut habe, dann gleiche ich das Gelände immer noch an. Da gibt es hier so ein Glättungstool bei der Geländebearbeitung. Und dann verschwindet diese Kante hier so ein bisschen, ne? Dann sieht das alles gleichmäßiger aus. Und dann wird das halt mehr so, wie es hier vorne ist. So, die Strecke haben wir gebaut. Jetzt sollen wir natürlich auch noch einen Zug fahren lassen, ist ganz klar. Aber wir brauchen vorher noch ein Depot. Die Depots baue ich immer so, dass die Züge, das hatte ich im letzten Video ja schon mal erklärt, dass die Züge immer in beide Richtungen rein und rausfahren können. Das ist nachher später wichtig, wenn ihr wirklich die, ja, ich sag mal, wenn ihr die Züge auswechselt und modernisiert. Die einfachste Möglichkeit ist, einfach hier so ein abzweigendes Gleis, das so zu bauen, dass es parallel endet hier zum Gleis, je nachdem wie halt die Kurve ist oder ob es gerade ist, einfach platzieren. Jetzt könntet ihr natürlich dahergehen und gleich das hier rumbauen. Das würde auch funktionieren, aber das ist nicht ganz gleich und das gefällt mir ja nicht, wisst ihr ja. Ich baue dann also immer gleich das Depot. Auch hier ist schön, das braucht ihr nicht genau ausrichten. Das gleicht sich dann selber an. Achtet auch hier darauf, dass nicht so viel Geländearbeiten notwendig sind, denn auch das kostet wieder Geld. Und wenn ihr das Depot gebaut habt, dann könnt ihr direkt mit dem Gleis hier vorne ansetzen, habt dieses Stück gerade und habt es dann hier schön gleichmäßig. Ja, ihr wisst, ne? Aus Works and Resources, das ist mir wichtig. Wie schnell die Züge hier fahren können, ist vollkommen irrelevant, denn die fahren dort nur zweimal lang, einmal beim Rausfahren und einmal beim Reinfahren, wenn ihr sie ersetzen tut oder verkaufen tut. Also ist hier die Geschwindigkeit egal und ich finde, so sieht das cool aus. Ja, natürlich kann man auch dahergehen und jetzt zum Beispiel das parallel bauen. So wäre es ja eigentlich in echt, sage ich mal, ne? Dann wird es bei einem Bahnhof sein und halt das Gleis dann, ja, ich sag mal ganz klassisch so halt anschließen. So wäre es halt in echt. Hat auch wie gesagt den Nachteil, dass der Zug von links kommend nicht einfahren kann. Aber ich sag mal, vom Prinzip her, so sieht es besser aus. Also finde ich, ist realistischer. So ist es effektiver. Und macht halt im Spiel mehr Sinn. Aber wie gesagt, so wäre es halt realistischer. Müsst ihr euch halt entscheiden, wie ihr es baut. Ihr könnt es bauen, wie ihr wollt, ne? Ist klar. Auf jeden Fall kann man damit schöne, coole und komplexe Sachen machen.
Es wäre natürlich cool, wenn man das auch noch erweitern könnte, ne? Dass man da zwei daneben baut oder so, aber okay, würde nichts bringen. So, dann legen wir eine Linie fest. Wir wollen ja Geld verdienen. Auch hier wieder von einem Bahnhof zum nächsten Bahnhof. Schon haben wir die Linie wieder fertig. Das ist jetzt blau, Linie 4. Und wir kaufen wieder den Zug. Auch das haben wir ja in der letzten Folge schon getan. Also auch hier einfach, gut, wir haben jetzt noch nicht die große Auswahl. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf die einzelnen Züge ein oder auf die einzelnen Details hier. Könnt ihr euch halt durchlesen und könnt ihr vergleichen, welcher Zug denn am besten ist. Kleiner Tipp, meist ist es so, dass der neuere Zug auch besser ist. Wobei es gibt Züge, die sind eher für Güterzüge geeignet. Die sind dann halt langsamer, haben aber gerade für Berge mehr Kraft. Und die schnelleren Züge sind im Allgemeinen mehr für Personentransport gedacht. So, hier wird es jetzt wieder angezeigt, was der Preis für das komplette Fahrzeug ist, wie hoch die Gesamtkapazität ist, die maximale Geschwindigkeit, die Länge und hier nochmal die Information, wie die Geschwindigkeit bei Steigungen ist. So, gefällt uns ganz gut. Wir kaufen die ganze Sache und können jetzt auch das Fahrzeug losschicken, indem wir gleich auf die Linie gehen und gut ist. So, jetzt sollen wir hier jeweils 20 Passagiere von einer Stadt zur jeweils nächsten Stadt transportieren. Müssen wir jetzt nichts mehr für machen. Achtet im Übrigen drauf, weil ich das hier gerade sehe. Baut sowas hier in echt nicht. Weil die Stadt, wenn die selbst Straßen baut, die bauen keine Bahnübergänge. Die Vögel, cool, ne? Also die Stadt baut keine Bahnübergänge. Die müsst ihr bauen. Und ich sag mal, es wäre auch wichtig, hier zum Beispiel noch einen Bahnübergang zu machen, damit wirklich hier der gesamte Bereich wirklich zu einer Stadt wird. Und die Stadt halt nicht so in diese Richtung wächst. Ne? Das könnte so ein bisschen steuern, hatte ich ja vorhin schon mal was dazu gesagt. Also, wir können es ja sogar machen. Sehr schön. Kostet natürlich Geld, wenn ihr solche Sachen wegreißt, das ist klar. Und die Stadt freut das auch nicht. Aber wie gesagt, die Städte bauen halt leider keine Bahnübergänge. Achtet drauf, dass wenn ihr es so baut, dass hier auch wirklich Gebäude platziert werden können. Ja, da könnt ihr halt verschiedene Konstellationen machen und könnt das halt bauen. Ich baue es jetzt einfach nur mal so. Und hier könnt ihr halt auch Gebäude wachsen und die Stadt neigt, wie gesagt, auch dazu, um die Bahnhöfe darum zu wachsen. So, schauen wir uns noch die Bonusmission Ponderosa Ranch an. Stimmen wir mal zu. So, wir sollen hier jetzt Holzstämme transportieren. Ich mache das jetzt mal zu. Auch das ist wieder relativ unkritisch. Wir sollen die Baumstämme hier runter nach Carson City transportieren. Hier haben wir schon ein Depot. Und ihr seht, auch das hat eine Reichweite. Und alles das, was wir hierher liefern, wandert im Prinzip automatisch dorthin, wo es benötigt wird. Also jetzt in dem Fall hier zum Sägewerk. Hochofenbefeuerung, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob die Hochofenbefeuerung auch tatsächlich die Produktivität in der Silbererzverarbeitung erhöht. Aber das werden wir ja dann im Laufe des Spiels sehen. Ja, wir können mal probieren, ob wir. Wir haben ja hier auch einen Straßenzugang. Wir schauen mal, ob wir die Linie direkt zur Hochofenbefeuerung machen können. Oder ob wir sie tatsächlich hier zum Güterbahnhof machen müssen. Güterbahnhof, ja. Bahnhof. Bahn. Oh, schaut, wie viele Passagiere hier warten. Ja, hier seht ihr, hier bräuchten wir schon wieder mehr Transportkapazität. So, bauen wir mal schnell das Gebäude. Auch hier ist wieder, gibt es wieder was zu beachten. Wir können natürlich auch diese Haltestellen verbessern. Und zwar auch ringsrum, sprich links und rechts an den Seiten. Ihr solltet also darauf achten, dass ihr, wenn ihr das plant zu erweitern, dass ihr das nicht zu nah an dem Gebäude hier baut, also an hier dieser Holzfälleranlage. Weil links kann es natürlich nicht erweitert werden, ne? Das sollte klar sein. Ich baue es jetzt mal ganz nah dran und zeige euch das ganz kurz. Wir haben hier zwei Haltestellen. Das heißt, wenn wir hier zwei Linien machen, dann hält die erste Linie hier an und die zweite Linie hält hier an. Und wir können aber noch dahergehen und können das erweitern und können zum Beispiel noch so einen weiteren Linienhaltepunkt mit anbauen. Und ihr seht schon, das können wir jetzt nur auf der rechten Seite. Auf der linken Seite geht es natürlich nicht. Hier ist rot, weil da ein Gebäude im Weg ist, ne? Und ihr könnt hier auch wieder noch zusätzlich eine Bushaltestelle machen, um auch hier Busse hinschicken zu können, dass ihr auch hierüber Personen transportieren könnt. Wie gesagt, auch das ist eine total coole Sache, ging im Vorgängerteil nicht. Hier funktioniert es jetzt.
Ja, wie gesagt, so könnt ihr das halt auch erweitern. Vergeben wir wieder eine neue Linie. Auch das ist wieder relativ einfach. Ah ne, schaut, es geht nicht, es wird uns gar nicht angezeigt. Wir können das also hier nicht hintransportieren. Wäre natürlich cool gewesen, weil der Straßenanschluss ist ja eh da, ne? So, jetzt haben wir die Linie vergeben. Ihr habt auch gerade gesehen, wenn sich Linien überschneiden, dann werden die immer so wechselseitig angezeigt. Und wenn jetzt hier die Farben sehr ähnlich sind und da fünf gleiche Linien drüber gehen, dann erkennt ihr nichts mehr, ne? Da kriegt ihr einen epileptischen Anfall. So viel zum Thema Farbwechsel, ne? Okay, ein Fahrzeugdepot haben wir hier ja schon gebaut, brauchen wir also nicht nochmal machen. Kaufen wir wieder Fahrzeuge, wir nehmen amerikanisches Fuhrwerk. Hier steht jetzt zwar keine Menge, aber ich mache einfach mal fünf Fahrzeuge. Man sieht schon, die Fahrzeuge werden komplett durchnummeriert. Wir markieren wieder alle und ihr seht auch hier wieder, dass die beiden Eisenbahnlinien nicht mit dabei sind, sondern nur unsere Fahrzeuglinien. So, damit haben wir das jetzt soweit alles abgeschlossen. Die Fahrzeuge fahren, ich beschleunige mal die Zeit, so dass wir die Mission noch abschließen können und danach sind wir hier fertig. Sprich, es passiert jetzt hier nichts mehr. Ich schaue mir mal unseren Zug an. So, der kommt jetzt hier an. Oh, das dauert noch ein bisschen. Der ist jetzt hier gerade zum ersten Mal angekommen. Und ihr seht, es sind nur 9 Passagiere. Ziehen wir das mal hier hoch. Und wenn der Zug beim nächsten Mal hier ankommt, dann ist er wahrscheinlich schon voll. So, wie gesagt, es wird jetzt hier nichts mehr passieren. Wenn der Zug jetzt hier noch ein paar Mal hin und her gefahren ist, zweimal glaube ich noch, und die Stämme geliefert sind, dann ist dieses Level beendet, diese Aufgabe, diese Mission. Und wie gesagt, im nächsten Video sehen wir uns dann bei der nächsten Mission. Das heißt, wer abschalten möchte, macht hier jetzt Schluss. Ich lasse das noch ganz normal durchlaufen. Ich bedanke mich schon mal für euer Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns dann auch beim nächsten Teil wiedersehen. Ciao, bis zum nächsten Video.
armseliger Baracken ist die mondänste Stadt im ganzen Westen geworden. Hier finden sich die exquisitesten Geschäfte, die besten Saloons und die schönsten Freudenmädchen weit und breit. Es bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Silberdollars auszugeben, die du dir redlich verdient hast. Dein Eisenbahngeschäft ist die wahrhaftige Goldgrube im Staate Nevada.